Oh, diese 20 nervt. Ja, Egal. 5 Trotzdem Punkte, die geschafft. dir fehlen, aber trotzdem mit, du bist Toberin und die Amazonen leben eben hier, auch wenn da eine ganze Menge in Entfernung zwischen ist, aber du weißt, dass die Magdalenate aus Shamaham kommen. Das ist ein Dorf, ein bisschen nördlich von Korkum, wo dann eben die Hauptfestung war. Die Amazonenburg selber wurde eben durch den Verrat von Xeran da selbst gestürzt. Und die Magdalenate haben sich dann eben ihren Prinzipien, sind sie treu geblieben, haben dann allerdings die Göttin gewechselt und sind dann von Rondra gefallen zu Belhalha, dem jenseitigen Mordbrenner. Sie hätten die Wahl gehabt. Wollen sie unter die Regierung von Warung fallen und dem schwarzen Drachen, der ihre Prinzipien nicht vertritt, sondern an gar nichts glaubt? Oder lassen sie sich tatsächlich auch bezahlen, und zwar von Xeran, können dann in Mendena ihr Leben weiterführen, beziehungsweise unter der Herrschaft von Xeran. Und da haben sie sich dann eben der Piratenküste angeschlossen, haben damit dann auch die Grenzen von Rassasur da selbst abgesteckt, der dann eben die Warunkai nicht Shamaham mit dazu zählen kann, sondern dann ja Shamaham und Korkum, die gefallene Burg, Chatador, was da eben alles dazugehört, ist dann eben alles Piratenküste und xeranisches Gebiet. Die Magdalenata selber sind nur ihren Prinzipien verpflichtet und kämpfen für Gold. Sie haben keine Loyalitäten gegenüber dem Portifex. Keine. Dementsprechend auch nicht zu den Stadtrichtern, zu den Stadtwachen, zu der Garde, zu den Soldaten. Sie leben einfach nur hier, lassen sich bezahlen dafür, dass sie anwesend sind. Und ab und zu kämpfen, aber das machen sie sowieso sehr gerne. Ja, wurden sie denn mal schon irgendwie von Fraktionen in der Stadt, weiß nicht, angefeindet oder ihre Loyalität in Frage gestellt? Also gibt es da einfach Spannungen zwischen denen und anderen Fraktionen in der Stadt? Selbst wenn, interessiert sie das nicht, weil sie einfach die stärkste Fraktion quasi sind. Sie sind zwar zahlenmäßig unterlegen, aber nicht von ihrer Kampfkraft. Also selbst wenn es hier 2 Banner-Stadtgardisten aktuell gibt und nur wenige Magdalenata, die trauen sich trotzdem nicht, zumindest nicht offen gegen sie zu rebellieren oder irgendwas zu sagen, irgendwas zu tun. Aktuell gab es auch keinen Grund für Misstrauen. Also niemand vertraut ihnen, aber sie werden bezahlt, weil Xeran hat unendlich viel Gold und dementsprechend gibt es keinen Grund, zumindest noch nicht, warum sie jemals die Seiten wechseln sollten. Mit dem Auftreten von Helm Hafax als Belhalha-Paktierer und seinen Bluttemplern könnte es allerdings soweit sein, dass sie sich demnächst den Prinzipien dann verpflichten. Das ist noch nicht passiert, aber das kann sehr bald passieren. Gibt es zwischen der Stadtgarde und anderen Fraktionen Spannungen, von denen wir wissen? Also zum Beispiel zwischen der Stadt gerade und, ich weiß nicht, den Gräumen. Nein. Okay. Also die Gräume selber sind respektierte Persönlichkeiten. Das sind Händler, die wissen, wie man Geld vermehrt. Und die Stadtgarde wird einfach bezahlt von denen. Nicht besonders gut, aber sie werden bezahlt. Also es funktioniert alles. Das ist eine funktionierende Stadt. Alles ist nur einfach ein bisschen teurer. Alles. Okay, aber und am Ende verdient Xeran. Aber die Spannung, also es gibt jetzt tatsächlich wenig offen ausgetragene Spannungen. Nein, es gibt keine Kämpfe, keine Kämpfe in den Gassen oder sowas. Die Piraten, die irgendwo mal im Hafenviertel betrunken aufgegriffen werden, das wird einfach als Piratenabschaum dann irgendwie in den Knast gesteckt. Also sicherlich irgendwo bei Jarlan, der wird da ein Lied von singen können, wenn man die dann hören würde. Aber neben den Piraten, die ja auch zu Xeran gehören und ihm hörig sind, die Schiffe selber gehören Alexeran, sie dürfen damit fahren und sie dürfen Beute machen, aber am Ende geht das alles ins Goldene Haus. Das System funktioniert. Und während ihr euch in den Gassen und Straßen umhört, recherchiert, die eigenen Quellen nachverfolgt, vergeht die Zeit und Abelmir kann seinen Brief holen, der selbstverständlich mit den richtigen Titeln an Xeran oder von Xeran unterschrieben wurde und das Siegel ist perfekt. Selbst Isarun, die es versucht hatte, selbst Abelmir, der mit seinen technischen Skizzen auch versiert ist, ihr erkennt keinen einzigen Fehler in diesem Brief. Er ist perfekt. Nun, diesen Teil haben wir erledigt. Jetzt kommt der schwere Teil. Seid ihr alle bereit? Ist man denn jemals bereit? Das ist eine philosophische Frage, nicht wahr? Ja. Haben wir Zeit für so etwas? Senor, noch eine Frage, bevor ihr losgeht.
Was habt ihr für Kleidung an? Also das ist ja, ihr seht etwas uninteressant aus, Nur unter rot-schwarze Verkleidung. Sie, aber die anderen. Ne? Oh, ihr habt recht. Das wollte ich nur einmal, dass ihr das bedeckt habt. Ansonsten tut, was ihr mögt. Ihr seid die Helden, ne? Aber ihr seht für den Uneingeweihten vielleicht so aus, als würde man da Fragen stellen, ne? Also, warum habt ihr euch nicht umgezogen? Ihr habt doch genug Zeit. Ja, einen Moment. Findet diesen Strohhut einfach so hübsch. Ah, ich glaube, ich behalte ihn. Aber habt ihr denn Uniformen von den Schwertern Borbarats oder irgendwas anderes? Also einfach nur graue Reisekleidung würde vielleicht nicht reichen, ne? Oder ihr müsst es erklären. Ich sage nur, mir sind die Hände gebunden, ja? Habt ihr Uniform oder nun ja Verkleidungsstücke? Ja, Sie, Senior, aber nur von der Rabengarde. Ihr habt keine von der Stadtgarde? Senior, ich bin Alanfaner. Ich kann euch alanfanische Gardekleidung besorgen, ne? Aber die haben nur in der Rabengasse etwas zu sagen. Und ich weiß nicht, warum. Ich kann euch die geben, ne? So ist es nicht. Aber das würde trotzdem Fragen aufwerfen, warum Xeran Rabengardistin. Ja, außerdem würde es mir doch gar nicht passen. Also, das macht sowieso keinen Sinn. Ich werde einfach meinen Hartholzharnisch anziehen und gut ist. Ja, was steht denn in dem Befehl drin? Nun, ich habe ihn schreiben lassen. Hiermit ist dem Besitzer durch dieses Schriftstückes uneingeschränkt Hilfe und Unterstützung zu gewähren. Der Besitzer ist autorisiert, den Krug der Lindegard aus dem Goldenen Haus zu entfernen und zu mir zu bringen. Weitere Gegenstände sind nur gegen Quittierung derselben herauszugeben. Der Besitzer dieser Urkunde befindet sich mit Leibgarde unterwegs. Naja, dann tragen wir Reisekleidung, weil wir hierhin reisen und dann zurück zu ihm. Also seid ihr meiner Begleitung, meiner Garde. Ja, gewissermaßen. Ja. Und ja. Santilia hier ist die Sachverständige. Ja. Muss ja auch jemand quittieren. Also beidseitig. Also Xentilia ist die Schriftgelehrte, ja? Genau. Gut. Dann trete ich auch als Besitzerin des Schriftstückes auf? Oder wie? Ja, ich würde das Kurtan machen lassen, weil, naja. Gut. Und ihr seid seine Sachverständige und ja, die anderen sind die Leibgarde. Also, ich finde, das macht Sinn. Ah, Abelmir wird das so versauen. Ist mir egal. Schiff ist bereit, Galeere wartet und ich fahre auch ohne euch los, wenn ihr Aufruhr erzeugt. Abelmir versaut das nicht, okay? Ich werde mir Mühe geben, es nicht zu versauen, wie ihr sagt. Ich bin Danke. So froh, dass ich euch keine Rabengardistin Uniform gegeben habe. Das würde auf uns zurückfallen, ne? Das ja, falls wir gefoltert werden. Kleinstes Problem sein. Ja. Aber das Gute ist, wenn ihr erwischt werdet, dann steckt ihr bei Jalan. Das ist auch gut. Dann haben wir den Krug nicht und die Mission ist gescheitert, aber zumindest sterbt ihr zusammen. Ihr seid so aufbauend. Das ist gar nicht gut, ich bin Moraloffizier. Ich verstehe. Ich zwinkere ihm zu. Das war natürlich nur ein Witz. Schaut er in die Runde. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, warum Jalan dich mag. Um Hochkönig sind besser. Tut mir leid, da kommst du leider nicht ran. Aber er war schon nicht schlecht. Vielleicht sollten wir aber trotzdem unser Vorgehen besprechen, bevor wir ins Goldene Haus gehen. Voltax, du äffst mich nach, Nein. Du verstehst meinen Humor. Zwerge. Was möchtest du denn besprechen? Nun, wir reichen diesen Befehl dem Sekretär vor, legen ihn vor. Was tun wir, wenn dieser Befehl als Fälschung erkannt wird oder er uns Steine in den Weg legt? Er wird sie nicht als Fälschung erkennen und wenn er sich weigert, dann sind wir einfach sehr ungeduldig, weil
dieser Kriegsfix entscheidend ist. Ja, Punkt. Richtig. Vielleicht sollten wir einige Codewörter verabreden, die verschiedene Grade der nun ja Gewaltbewältigung des Problems darstellen. Wenn die jetzt nicht innerhalb der nächsten 30 Sekunden kommen, sage ich, wir haben keine Zeit dafür. Tick-Tock. Und wenn er den Befehl in Frage stellt, macht ihm Angst. Flügel. Xeran ist nicht irgendjemand. Wenn Xeran befiehlt, dann haben sie das nicht zu hinterfragen. Wenn wir den das Codewort Flügelhorn fallen lassen, dann wissen wir alle, jetzt ist eh alles verloren, ne? Ah, Bruderschwester, du bist wieder wach. Au! Nun, das war interessant, aber nicht der Weg des Fexens. Das war der Weg der Gewalt. Ich hatte an so etwas gedacht wie an eine Nebelwand. Kannst du so etwas nicht? Der Herr Pagos hat es bis jetzt noch nicht für... Au. Du denkst... Gütig empfunden, mir eine solche Art von... Du denkst falsch. Bruder, Schwester, sie sind ein und dieselben. Sie sind dual. Aber wie kommt es dann, dass wenn ich ihn um Hilfe bitte, immer ein Licht erscheint? Nun, auch dieses Licht kann verlöschen in der Nacht. Du kannst Fex darum bitten, dass dieses Licht genommen wird. Und dann schleichst du durch die Nacht. Ihre Prinzipien sind die gleichen. Das Licht, die Anwesenheit oder die Abwesenheit. Das war einfach nur stumpf. Vermutlich habt ihr recht. Du kannst hören, wie das Schloss klickt und dann ein Stab auf den Boden tockt. Du betrachtest die Gestalt, die gerade in die Zelle getreten ist. Eine verdrehte und verkrümmte, bucklige und glatzköpfige Gestalt, die Augen feuerrot vor Hass und Gier erfüllt und der Stab ebenso verdreht und krüppelig wie er selbst. Eine Gestalt, ungefähr 1,60 nur groß, aber mächtig, wie sie in die Zelle hineintritt und dich mit den hasserfüllten, blutroten Augen mustert. Xeran. Ah, Yalan. Versuche irgendwie von Erixidian ein wenig wegzurücken, um bloß nicht irgendwie als sein Kamerad dazustehen. Du kannst überall an ihm merkwürdige Artefakte erkennen, Ringe, Amulette, die er an sich trägt, auch um den Gürtel gebunden, als wären es Fläschchen. Alles an ihm herum glitzert und blinkt, auch wenn seine Kleidung selbst gar nicht so sehr edel aussieht, sondern zerrissen, zerfleddert. Nur die Artefakte, die an ihn gebunden sind, lassen ihn mächtig und erhaben aussehen. Zudem zwei Magier, der Schwerter Borbrats neben ihm, was auch immer er hier tut. Xeran, ich bemühe mich, vor ihm auf den Boden zu spucken. Ich weiß nicht, wie gut das gelingt. Was macht euer Splitter? Geht's ihm noch gut? Ah, du schuldest mir so viel. Ha, das wollte ich gerade sagen. Wir hatten nie das Vergnügen. Aber jetzt lasse ich dich leiden. Das werden wir noch sehen. Dein Arm hat dir sicherlich gute Dienste erwiesen, oder? Ihr solltet sehen, wie eure Tumpenwachen ihn anblicken, als wäre von euren Worten höchst persönlich geschaffen. Hast du Borix getötet? Wen? Borix. Ihr müsst mir auf die Sprünge helfen. Meinen Agenten in Fasar. Ah, den. Goldene Hand, so wie du. Vielleicht. Ich könnte dich hier und jetzt töten, aber ich weiß, dass deine Gefährten ebenso in der Stadt sind. Wollen sie mich aufhalten oder warum sind sie hier? Werden kommen und dir dein schwarzes Herz herausschneiden, du bucklige Mistkröte. Mein Herz ist nicht schwarz, es ist aus Gold. Ha! Katzengold vielleicht. Mehr hast du nicht verdient. Und mehr wirst du auch niemals haben. Du hast dich ausgegeben als Baktira. Das Parallel, ja? Schlau. Aber diese Spielchen enden hier. Keine Sorge. Komm noch einen Schritt ran, damit ich dir den Hals umdrehen kann. Ich versuche mich irgendwie aufzurichten und sacke dann an der Wand wieder herunter, nehme ich an. Dieser Arm ist aus Gold.
Und alles aus Gold in dieser Stadt gehört mir. Du hast keine Steuern bezahlt. Alles Gold auf dieser Welt ist den Herrn Priors untertan. Ich möchte zu einem Bannstrahl ansetzen. Siehe, was im Licht ist, das kann im Dunkeln nicht sein. Siehe, wo dunkel ist, da weicht es. Er hat 10 Aktionen, um was zu tun. Du siehst, wie verschiedene Artefakte über Alumina herum aufblinken und du bist plötzlich still. Du kannst nichts mehr sagen, du kannst nichts mehr hören. Du bist alleine, hast noch einen Tunnelblick, aber betrachtest nur noch ihn. Denn auch dein Mund öffnet sich weiter, schließt sich, du bist verwirrt. Bitte unbeirrt weiter. Du siehst, wie die Distanz zwischen dir und Xeran schrumpft, als ob du auf ihn zuschwebst. Du siehst immer noch auf dem Boden der ekligen, schmierigen Zelle, aber er kommt trotzdem näher. Du siehst ihn, wie er mit seiner Hand zugreift. Nach dir, nach dem Arm. Ayas, Bolt! Du sprichst die Worte aus und alles um dich herum wird wieder schwarz. Auf einem grasbewachsenen Hügel an der wichtigen Ausfallstraße nach Westen steht Xerans goldenes Haus, der Palast seiner Macht. Er ließ alle anderen Gebäude, die an der Flanke seines Hügels standen, niederreißen und beauftragte Dämonen mit dem Bau eines riesigen Würfels. Früher wurde der Hügel Jarlaxberg genannt, mit einer Statue des tobrischen Landesheiligen auf seiner Spitze. Diese und umstehende Häuser existieren nicht mehr. Jetzt hockt der riesige Würfel, dessen goldene Oberfläche in der Sonne glänzt als einziges Bauwerk auf dem Hügel. Ein Weg führt zu einem Eingangstor. Eine runde Kuppel mit einer 7-strahligen Dämonenkrone krönt das goldene Haus. Außer seiner mehr als 3 menschenhohen Eingangspforte scheint das goldene Haus keine Öffnung zu besitzen. Bei näherer Betrachtung kann man etliche goldene, gefärbte Glasfenster erkennen. Keine weiteren Tore. Alle Besucher, Lieferanten wie hohen Würdenträger müssen als winzige, kleine Bittsteller durch das riesenhafte Tor schleichen. Tief im Inneren soll Xerans sagenhaftes, unermessliche Schatzkammer liegen. Doch das Goldene Haus ist auch Residenz und Verwaltung seines Reiches. Nun, das ist also die Höhle des sprichwörtlichen Löwen. Noch Fragen? Worauf warten wir? Los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, versaut das nicht. Ja, sehr unbehaglich nähe ich mich diesem Haus in Angedenken der vergangenen Stunden, Tage. Entspannt euch, ihr seid ein mächtiger Magier. Ihr habt das im Griff. Ich berühre ihn sanft am Rücken und reihe mich dann leibwächtermäßig hinter ihm ein. Und ansonsten sind ja auch noch wir beide da. Und ich nicke einmal Isarun zu und klopfe Abemir dann auf den Oberschenkel. Wie jeden Morgen ist das große Portal bereits geöffnet. Eine komplizierte Mechanik, die Abemir sicherlich interessieren würde, wird das jeden Morgen öffnen und jeden Abend schließen. Während ihr auf die riesige Portalstele zutretet, könnt ihr sehen, wie dort Gardisten stehen und euch argwöhnisch mustern. Xeran zum Große. Wer seid ihr und was wollt ihr? Dem Portifex zum Große. Wir haben Befehle. Sehr gut. Zeigen. Ich zeig ihm das Dokument. Wird aufgeklappt. Gemustert. Warum seid ihr hier? Das steht in dem Schreiben. Ihr könnt lesen. Ich kann lesen und ich frage euch dennoch, was ihr hier wollt. Wir haben Befehl, diese Schale zu holen. Du kannst sehen, wie er an eine kleine Durchreiche geht, das Schreiben hineinlegt und dann zuschiebt. Auf der anderen Seite muss es wohl jemand anderes geben, der das Ganze jetzt in einer Schreibtischstube gegenliest oder betrachtet. Aber du kannst nichts sehen aus einer... es gibt noch sowas wie ein Sprachrohr, würdest du sehen. Und auch da wird dann die Wache hinein sprechen und dann eben genau das, was du eben gesagt hast, so weiterreichen. Während die anderen euch weiter mustern. Ich bleib da unbewegt stehen und guck den Offizier nur an und warte. Steht wie gesagt in so einer kleinen Halle, überall mit Wandteppichen geschmückt. Auf der Borte der Wand stehen kleinere Gegenstände, Kerzenhalter, vergoldete Schmuckblumen. Ihr wisst nicht genau, ob das einen echten Wert hat. Das könnte auch Lockmittel sein oder vergoldet. Sicherlich nicht aus echtem Gold.
Aber während du dann hier wartest, während ihr hier wartet, könnt ihr euch ja mit diesem Schmuck, dann beschäftigen, könnt euch davon, ja, ist es nicht wirklich Zeitvertreib, ist es einfach nur überbordend zu viel. Ist es einfach zu viel. Ich nehme eine Schriftrolle und eine Feder heraus, drücke Shin das Tintenglas in die Hand, dass er mir das dann hält, und fange an niederzuschreiben und murmle dabei halblaut vor mich hin. Wartezeit. Extra berechnen. Vier Personen. Wache. Ineffizient. Das unterstreiche ich dreimal. Aber mittlerweile, du kannst einen großen Spiegel erkennen, der, ja, also du kannst dich daran sehen, du kannst deine Gruppe daran sehen, ist direkt in die Wand eingelassen. Du kennst diese Spiegelkonstruktion schon aus Winsalt. Was sagt mir diese Spiegelkonstruktion? Ein Einwegspiegel? Selbstverständlich. Ich starre weiterhin, also ich habe diesen Spiegel aus meinem Augenwinkel bemerkt, aber ich starre weiterhin diesen Offizier an. Dauert das noch lange? Einen Moment. Das kostet extra. Interessiert mich nicht, als ob ich das bezahle. Den Pontifex wird's interessieren. Wir haben Befehle, dass es eilig ist. Wart ihr schon mal hier? Diese Frage muss ich nicht beantworten. Dann wisst ihr ja, was gleich kommt. Oder auch nicht. Ihr dürft mal alle eine Etiketteprobe würfeln. Schauen wir mal. Schwarze Lande würden zählen. Oder irgendwelche andere Spezialisierungen, wenn ihr meint, dass sie hilft. Aber Etikette ist the way to go. Weil ich popel mir in der Nase. Schwarze Lande habe ich auch. 7. Rafim ist auch wie immer. Abelmir sieht gut aus. Iserun sieht gut aus. Auf diejenigen, die, wo es ankommt, da sieht es gut aus. Sodass dann die Durchreiche sich wieder öffnet und ihr könnt sehen, wie jetzt Masken hindurchgereicht worden sind. Überzüge für euren Kopf. Und sie werden euch angereicht. Ich gucke mir diese Masken von beiden Seiten mal an. Aufsetzen. Zupp die Schultern, dann setzt die Maske auf. Ich vermute, am hinten so ein Band irgendwie, vermute ich mal, zum Festmachen. Nee, du kannst es dir wie so ein Kartoffelsack übers Gesicht ziehen. Ah, okay, dann so. Ja, ich nehme die an und reiche die an die anderen weiter und bedeute den halt so überziehen. Ja, sind ganz normale Säcke, oder? Es sind Säcke, die aber undurchsichtig sind. Also du kannst darunter nichts sehen, zumindest nicht profan. Okay, also wahrscheinlich aus irgendeinem dicken Stoff. Ja, genau. Also könnte ein Kartoffelsack sein, aber also zumindest aus diesem festen Leinen, nur dass sie schwarz sind und nicht nach Kartoffeln riechen. Ja gut, klar. Ja. Ja, während ihr euch alle die Masken aufgesetzt habt und euer Sichtfeld verschwimmt, könnt ihr sehen, wie sich wohl Türen öffnen und weitere Personen mit Stiefeln dann auf euch zutreten und euch an der Hand oder der Schulter nehmen. Und ihr dann so ein bisschen in Richtung eines Portals geschoben werdet, was ihr eben schon gesehen hattet. Die Tür wird langsam geöffnet. Es quietscht nicht wirklich, aber ihr könnt es trotzdem bemerken durch einen Luftzug. Ich halte mal meine linke Hand auf, meinen Befehl. Ich hätte ihn gern wieder. Danach. Gut. So werdet ihr, ohne dass ihr etwas sehen könnt, geführt. Einige Treppen geht es nach oben, die Türen schließen sich wieder hinter euch, andere werden wieder geöffnet. Luftzug, andere Stimmen, andere Wachen. Und nach einer Zeit, die Masken, es wird schon wieder so ein bisschen stickig, werden euch irgendwann wieder abgenommen, bis ihr dann vor drei riesigen Kriegern steht, die Rafim erkennen kann. Er kennt sie nicht, aber er weiß auf alle Fälle, dass es Trollzacker sind, die euch mustern. Sie stehen vor einer weiteren Schleuse aus Gold mit zahlreichen Siegeln, kupfernen Symbolen, Glyphen, die wohl die Dämonen davon abhalten, hier etwas zu stehlen. Zumindest können Boltax und Iserun das erkennen. Abelmir natürlich auch. Den anderen sagt es wohl nichts. Aber ja, ihr steht genau vor Xerans unermesslichen Schätzen. Geschützt von drei Trollzackern. Ihr konzentriert euch, Boltax denkt an die Armbrust und die anderen an die anderen Übungen, die wohl gezeigt worden sind. Eure Magieresistenz springt an und ihr überlegt noch kurz, was ihr über die drei Trollzacker gelernt habt.
Ich hätte mich auf dem Weg auch gerne konzentriert und versucht, mir den Weg zu merken. Orientierung plus 18. wenn du inneren Kompass hast, ist das natürlich um 7 mal leichter. Also ich gehe mal davon aus, dass Rafim das kann, aber innerer Kompass zählt. Hilft mir mein Blindkampf vielleicht? 2 Punkte würde ich dir geben, ja. Ich würde mich da anschließen. Hilf mir da mein gutes Gedächtnis, wenn ich dann Schritte zähle zum Beispiel. Auch 2 Punkte, also normalerweise 7, ne? Aber 7 gebe ich dir nicht. Ich gebe dir 2 Punkte.